Hallo Leute und willkommen zurück zum Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Nun sind wir mittlerweile im Wassertempel und das sieht jetzt Anfang ganz kompliziert aus. Aber von nach zu nach wird es besser. Sobald man sich hier gut auskennt. So, dann nehmt ihr hier wieder euer Fanghaken. Aber geht es? Ich glaube, ich bin zu weit weg. Nee, da kann es auch nicht weitergehen. Da kann ich euch auch spoilern, was es jetzt sein könnte. Das wird dann das Dungeon-Item sein. Mhm. Das könnt ihr mir unter in den Comics schreiben, was das sein könnte. So. Ja, jetzt müssen wir überlegen. Im untersten Etage waren wir jetzt, glaube ich, überall. Aber ich will nachprüfen, ob hier nicht Herzen zu finden sind. Nein, leider nicht. Ja, da muss ich halt stets wachsam sein. Gehen wir doch nochmal in den Raum zurück. Ob da was Wichtiges war? Aha, guck. Aber da kann ich, glaube ich, auch nicht betreten. Obwohl. Nee. Ich kann so oft versuchen, wie ich will. Ah, eine goldene Scutula. Da haben wir im letzten Part auch einen gesehen. Ja gut, jetzt müssen wir aber irgendwie wieder hier rauf. Aber irgendwas ist da wieder. Tja, die haben keine Chance gegen mich. Ja, jetzt muss ich irgendwo wieder nach oben kommen. Das ist nur die Frage, wie. Aha. Guckt es euch an. Ja, genau, jetzt springst du von hier weit unten. Oder ich muss so wieder an der Stelle zurück, wo ich mit mit Ruto begegnet bin. Aber es ist nicht dieser Raum. Das ist nicht dieser Raum. Aber wo war dieser Raum? Also hier war es auf keinen Fall, oder? Nein. In irgendeinem Raum war es. Also da haben wir schon mal die unterste Etage abgeschlossen. Nee, das war auch nicht.
war es das hier? So, wieder hoch. Auch nicht. Gott sei Dank haben wir die Karte hier. Aber irgendwo müssen wir ja weiter. Dich ignoriere ich. Ja, ich könnte meinen, dass es hier einen Weg nach oben gibt. Ja, wofür ist es dann das hier? Ja, okay. Da war es ein Stock höher. Jetzt. Hopp. Oder habt ihr irgendeinen Raum gesehen, wo mit Hyrule-Wappen oder Zeichen nach oben gelangen könnt? So. Ach so, ich hab's schon vergessen. Wieder tief runter. So. Ich wette mit euch, die Gegner kommen wieder. Seht ihr? Da sind sie schon wieder. Das ist jetzt die Frage, wo es weitergeht. Ich muss ja irgendwo hier rauf. Und zumindest den Wasser. Alter! Der muss ja ausgerichtet von oben. Ja, gucken wir mal doch um, wo es Möglichkeit besteht. Seht ihr? Seht... hallo? Fang es doch, Link. Mach mir doch kein Theater. So. Und hier können wir dann den Wasserspiegel verändern. Ob das jetzt lohnt, weiß ich nicht. Gucken wir mal hier. Gut. Ja. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Weil da klaut immer gerne Gegner. Ich muss immer mit rechts und links wechseln. Okay. Jetzt muss ich aus spitzen Winkel den Fackel zum Leuchten bringen. Tadadam. Ach so, um wieder da reinzukommen. Ja, okay.
Was gibt's hier noch? Eine gesperrte Tür. Da ist auch was. Was ist das? Eine Pfeil. Öffnen wir das mal. Ja, jetzt fragt ihr wie, ne? Das geht doch gar nicht. Also, dann geht's in dem Fall dort weiter. Gib mir das Herz. Kann ich drüber springen? Ah ja, Freile. So. Wollen wir sehen, was hier ist. Tada. Und hier. Wieder ein Herz, noch ein Herz. Richtig geil. So. Jetzt fragt ihr, wie ihr an die Truhe kommt. Einfach. Ja, von hier aus auslösen. Und dann habt ihr schnell die Truhe. Ding 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 ding. Der Kompass. Jetzt siehst du auf deiner Karte alle Schatztruhen dieses Labyrinths. Ja. Sehr gut. Wenigstens das haben wir jetzt. Aber irgendwo muss ich jetzt eine verschlossene Tür öffnen. Ja, bekommst du auch die Phase kaputt? Meine Güte. So. Können wir auch hier hoch? Nein. Von hier aus nicht. Da ist ja die verschlossene Tür, da kommen wir auch nicht hin. Auch hier nicht. Also müssen wir wieder in den Raum zurückgehen und Ocarina spielen, um den Wasserspiegel zu ändern. Aber das macht mir Spaß, sowas. Es dauert halt ein bisschen, bis das Rätsel gelöst ist. Ach, ich find's echt geil. Jetzt fragt ihr, wie ihr an goldenen Scutula rankommt. Ja, dann müsst ihr einfach den Wasserspiegel hoch tun. Ja, machen wir das erstmal. So. Ja, jetzt haben wir einen Block. Aber wir müssen merken, wir müssen noch in dem Raum da. So, dann gucken wir mal, was wir von diesem Wasserspiegelhöhe aus machen kann. Also jetzt können wir dort die Tür öffnen. Und wir haben ja einen Schlüssel. Also gehen wir in dem Fall hier rein. So, was haben wir hier wieder?
Ja, komm, geh hoch. Geh hoch, Link. Ja, bist jetzt zu blöd geworden. Hä? Ach so. Man muss da draufstehen. Ja, gut. Sag los, ich komme nicht dran. Dann halt so. Yay, jetzt gehen wir in die Höhe. Da! Jetzt hast du mich aber erschreckt. So, aus heiterem Himmel kommt eine Gegner auf mich runtergefallen. Jetzt sind wir eingesperrt. Aber was ist der Sinn? Und was ist der Zweck? In dem Fall nochmal den Wasserspiegel erhöhen. So, da haben wir schon mal drei solche Zeichnungen gesehen. Also wir haben keinen Schlüssel, dann können wir in dem Fall auch nur diesen Weg. Was ist das? Aha, der Ausgang. Okay. Achso, das ist glaube ich die Höhe, die wir auch begonnen haben. Ja. Aber wir haben ja schon die unterste und die mittlere abgecheckt. Jetzt wollen wir noch hier oben. Jawohl, drei Herzen. Cool. So, schauen wir mal hier nochmal. So, da versteckt sich also eine Riesentruhe. Ach ja, das war dieser dämliche Block. Den ich am Anfang doch verschoben hatte. Oh, da möchte ich den Gegnerkontakt vermeiden. So, komme ich überhaupt hier ran? Nein, von der Reichweite her reicht es nicht aus. Okay. Oh, diese Gegner. Immer wieder dieselben. Geleier. Hey, was?
Seit wann kommen hier jetzt auf einmal Rochen heran? Ja, genau. Hat es jetzt damit zu tun? Man weiß es nie. Also da muss man immer umschauen. Also hier kann ich nichts machen. Boah, ich dachte, ich hätte mich schon selber wehgetan. Aber anscheinend nicht. Aber ich würde an eurer Stelle noch nicht ganz nach unten gehen. Weil ihr müsst immer nach der Möglichkeit gucken, die ihr habt. Also da kann ich auf keinen Fall da rein. Also immer schön. Nee, da ist nix. So, jetzt kann man hier wieder hochschwimmen. Link, weißt du? Ah! Guck es dir an! Hier ist was verborgen. Aber wie kann ich von der Höhe aus erreichen? Dann könnte ich hier die Wand sprengen. Aber bestimmt, wenn ich den Wasserspiegel runtersinke, dann muss ich einfach hier runterfallen. Ja. In dem Fall, ja. Also hoch mit dir. Ich muss halt nur merken, wo ich dann nächstes Mal runterfallen muss. Ja, komm, Link. So. Ach so. Also ich muss dann den Wasserspiegel noch einmal erhöhen. Okay. Ja, das ist zwar kompliziert, aber da kommen wir ein bisschen näher. Das machen wir im nächsten Part. Ciao.